Hallo Weltall, ich habe vor eine Traumreise gemacht und das erste Mal den Fokus zum Verbindungsspüren auf meinen Vater gelenkt. Und ich habe begriffen, dass sein Ego, ich habe ihn eigentlich so als Löwe wahrgenommen, wegen dem Schmerz und der Angst und so, die ich hatte und Verletzungen und so. Ich habe begriffen, er ist eigentlich eher ein Fuchs, wie man die Anteile irgendwie so zusammensieht. Also, er hat, glaube ich, auch einen Schlawineranteil, auch was Stolzes. Und ja, ich habe das Gefühl, vielleicht hat es auch in meinem Unterbewusstsein geschlummertes Wissen, weil Foxy. Und ich habe Foxy dann genommen und ja, ihn auf mein Herz gelegt. Und dann habe ich danach mit Foxy so ein bisschen getanzt, mit seinen Ärmchen so. Weil mit der Angst tanzen. Und ich habe das Gefühl, besonders wenn ich den Fokus auf die Verbindung lege, bei Menschies, es wühlt die auf. Weil ich habe das bei der Traumreise bei den anderen gemacht. Und muss mal schauen, dass ich da irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich mache das ja eigentlich auf eine sanfte Art und Weise. Also, dass ich so Liebe zusende. Aber irgendwie scheint da viel Angst davor zu haben. Und genau, ich habe das zuerst bei meiner Nachbar-Mitpatientin gemacht. Und weil die hatte geschnarcht. Und Schnarchen ist auch okay und schön. Aber ja, als ich genau die Verbindung drauf gelenkt habe, hat sie halt aufgehört zu schnarchen und war wieder wach. Genau, sie ist aber wieder eingeschlafen wegen Blumenbildern oder dem Gefühl davon, was dahinter steckt. Weil ich hatte auch davor mit ihr geredet. Ja, dass sie selber ein Mandala sein kann, was sie selber malt. So eine Blume, die aufblüht. Und genau, dass sie sich als Erinnerung das auch vielleicht so als einen Anhänger macht oder so. Oder das irgendwie auch mal zeichnet. Das ist ja auch okay als ersten Schritt, erstmal auch nur Mandalas auszumalen. Um erstmal zu schauen, wie sehen die Formen da aus. Und dann erst das eigene Mandala zu erschaffen. Die ganzen verschiedenen Mandalas anzuschauen und dann, okay, das gefällt mir, das passt. Das funktioniert. genau. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, es kann, glaube ich, ziemlich anstrengend sein, mit mir zu reden. Weil zum einen da ist Rumblödli, aber dann, es kann ziemlich in die Tiefe gehen. Und wenn man gerade innerlich verkrampft ist, dann sind da Blockaden und deswegen ist es anstrengend. Und genau, ich hatte heute wieder Bogenschießen mit Pfeil und Bogen zur inneren Mitte. Ich habe mir vorgestellt, dass ich eine Elbin bin. Genau, und ich habe einer Mitpatientin gesagt, dass sie sich vorstellen soll, dass sie ein Engel ist, weil ich glaube, dass es ein Bild ist, was für sie funktioniert. Und
einer anderen, dass sie sich vorstellen soll, dass sie Robin Hood ist. Genau. In der ersten Runde war ich viel besser als sonst. Ich habe gemerkt, es ist viel mehr Kraft da, auch wenn man die ganze Wut zugelassen hat und so. Und genau, dann habe ich wusste dann halt schon, okay, ich bin besser als sonst. Und dann war es so, meh, ich hatte so oder so Spaß. Und ja, also ich hatte keine Lust, dann irgendwie auch das irgendwie zu kontrollieren, die Kraft. Obwohl das natürlich im Umgang mit anderen, muss ich noch ein bisschen mit dem Regler schrauben und so. Im Gehirn. Wie arg das alles kommt. Aber das lerne ich auch noch. Weil sonst kann das eine ziemliche Flut sein, glaube ich. Das war lustig, als ich heute Morgen einen Morgenspaziergang gemacht habe. Voll schön wegen Schnee und so. Ich habe den seit Tagen gerochen. Wenn ich den Fokus drauf lege, rieche ich so gut. Ich habe zum Beispiel heute Morgen auch an meiner Hand geschnüffelt und das Räucherstäbchen vom gestern Abend noch gerochen, obwohl ich... Habe ich die... Ja, ich muss die Hände gewaschen haben. Ich war, glaube ich, auf dem Klo. Aber man riecht es immer noch. Obwohl, warte. Ich glaube, ich rieche nur meinen Tee. Ich liebe Tee. Auch so Süßholzkram, das habe ich vor kurzem entdeckt. Ich finde, es fühlt sich ziemlich angenehm an. Genau, und ich habe hab mit einer Mitpatientin gequatscht, die auch schon mal die Verbindung spüren konnte. Und die hat mir vom New Healing Festival erzählt. Das ist voll lustig, weil da wollte ich dieses Jahr ja auch das erste Mal hingehen. Und das ist so lustig. Mein Freund hat es so von selber im Internet entdeckt. Dann habe ich, ich glaube, Hyperraum geschaut. Und Hyperraum schauen, das ist doppeldeutig, das ist cool. Worte können so viel auslösen, das ist so schön. Also selbst wenn ich selber was sage oder laut denke, wie hier jetzt, fließen das? Hyperraum, genau, dass der da hingeht. Das wird lustig, vielleicht kann ich da mal mit ihm reden, das wird lustig. Und, genau. Weil ich habe das Gefühl, sein Erfahrungsinformationsspeicher ist größer als meiner. Ich meine, er ist auch älter. Und ich liebe das, auszutauschen. Sammeln. Aber aus Spaß. Aber nicht daran haften. Aber lustig. Auf jeden Fall. Oh, ich freue mich schon so auf die Festivalsaison. Auch auf Wurzelfestival. Muss ich, darf ich, dieses Jahr mehr Workshops machen. Also letztes Jahr, da habe ich ja nur das Bändchen geflochten. Genau. Das ist voll lustig, also mit den Mitpatienten und alles. Nur ist es halt, weiß nicht, ich fühle das, dass ich bei einigen ziemlich auffühle. Und manche wollen das auffühlen nicht. Die wollen es weghaben, aber nicht verarbeiten. Genau, vorhin hatte ich auch gesagt, bei der Traumreise, dass Foxy auf alle aufpasst.
Genau. Ich übe nicht nur Maus zu sein, weil mein Ego fast ziemlich zu einer Maus. Sondern alle Tiere, ja, eigentlich alles, was ist. Aber genau, ich gehe einfach alles Mögliche durch. Obwohl eigentlich alles dasselbe. Genau, die ganzen Dualitäten, das ist alles eins. Und das zu fühlen ist voll so, wow. Ich meine zum Beispiel, es ist lustig, wenn man Stille sagt, wegen Paradoxon. Aber eins, also Stille und laut. Genau. Auch so sowas wie Schmerz und Liebe irgendwie auch als eins zu erfahren. Oh, ich liebe das, das im Hyperraum. Trailer. Nee, nicht Trailer. Hab das Wort vergessen. Und es ist okay. Dass da Einheit steht. Buchstaben sind lustig und schön. Heute Morgen habe ich Sokosophie gesungen und mir war gar nicht bewusst, wie sehr mein Unterbewusstsein den Text auswendig kann oder nahezu auswendig kann. Ich glaube, Intuition und Unterbewusstsein hängen irgendwie auch ziemlich zusammen. Das Unterbewusstsein darf einfach fließen. Weil dann kann man das Gehirn auch irgendwie besser benutzen als Werkzeug. Ja, den Muskel, Gehirn. Das will ich gerade eben ein bisschen trainieren. Das ist so das, was ich mache. Genau, und ich habe ja auch so alles Mögliche zu irgendwelchen erleuchteten Menschen gelesen gehabt. Aber auch Kritiken dazu. Und ich kann da irgendwie teilweise auch so reinfühlen, warum. Also zum Beispiel ein Typi hat, der ist mit einer Gruppe auf den Markt gegangen und hat ihnen gesagt, wo alles so laut war und so, dass sie die Stille spüren sollen. Ich habe aber auch festgestellt, wenn man andere zur Erleuchtung bringen will, das Step by Step ist einfacher. Und es gibt manche Übungen, da haben manche noch nicht den Zugang dazu. Und es ist okay. Und dass man halt erstmal was anderes macht, wo der Zugang bisher leichter fällt. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, mit Meditieren. Disziplinierte konnte ich erst, nachdem ich das Chaotische gelernt hatte. Weil zu dem Chaotischen hatte ich mehr Zugang. zum Beispiel einfach tanzen oder so Tanzmeditation. Und genau. Chaos und Frieden schließt sich auch nicht aus. Ah, das ist eine Erkenntnis, die hatte ich schon Anfang des Jahres gemacht. Aber eigentlich ist es bei allem irgendwie so. Und dann ist es so lustig, dann fallen mir immer mehr Sachen ein, wo es auch so ist. Und ich merke, meine Stimme, ich rede halt viel mehr als sonst auch so. Weil immer weniger Angst. Also irgendwie, ich merke, manchmal ist noch so minimal was da, dass irgendwas auf was reagiert so. Aber selbst dann ist die Verbindung nicht weg. Ich glaube. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich dieses Mal für immer. Ja, okay, es ist immer da, aber. Selbst wenn ich rausrutsche, das wäre auch okay, weil das hat auch einen Sinn. Dass man da wohin schaut. Genau. Überall liebe sie. Es freut mich so mit meinem Freund. Der kommt da auch noch hin. Oh, das ist auch so lustig. Der hat ein bestimmtes Video im Internet gesucht und ist schon seit einer Ewigkeit. Und jetzt hat er es wiedergefunden. Aber ich glaube, die ganzen Sachen kann vielleicht auch mein Freund irgendwann erzählen. Aber nur, wenn er mag. Er muss nichts. Aber ich glaube, viele Erleuchtete reden auch gerne über den Zustand, weil damit kann man es auch aufrechterhalten. Weil dann wird der Fokus drauf gelenkt. Auf die Verbindung und so. Das ist nicht nur wegen Liebe teilen, sondern okay, doch, ja, aber ist eh schon da. Und, sondern auch Aufrechterhaltung. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich andere zur Erleuchtung bringen kann. Oder dass sie den Fokus drauf lenken. Der Fokus hinfließt. Ich glaube, sowas muss man auch erst lernen. Darf man? Kann auch erleuchtet sein, aber gar keine Ahnung haben. Irgendwann. Oder ab so einem gewissen Punkt. Man kann da echt manchmal richtig autistisch wirken, aber das ist auch lustig. Da 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 da. Logbucheintrag 612. An meinem Fenster fliegen Tiere vorbei.